Die Innovationskraft in Unternehmen aktivieren und stärken. Das ist mir wichtig. Denn davon profitieren die Unternehmen und wir als Gesellschaft. Und die Digitalisierung gibt uns die Chance, unser unternehmerisches Offering neu zu überdenken. Das heißt, wir können die Produkte neu gestalten, die Services. Es gibt innovative Geschäftsmodelle und auch der Zugang zu unseren Kunden. Und wir merken, dass es zwei große Entwicklungen gibt. Wir haben die Superstars und wir haben die, für die der Zug abgefahren ist. Und wenn wir uns anschauen, was die Superstars ausmacht, die waren die ersten, die diese Innovation auf den Markt gebracht haben, haben sich dann schnell weiterentwickelt und können diese Skalierungseffekte jetzt für sich nutzen. Also Amazon hat 300 Millionen Kunden weltweit, 150 im Prime-Status. Und wenn die jetzt von Netflix den Videostreaming-Dienst übernehmen, dann starten die gleich mit 150 Millionen Kunden. Netflix hat die auch, aber die haben 13 Jahre dafür gebraucht. Und die zweite große Stärke, die die Superstars entwickelt haben, ist, dass sie Ökosysteme um ihre Innovation herum gebildet haben. Und das erhöht die Kundenbindungskraft um ein Vielfaches. Und wenn wir uns jetzt die deutschen Unternehmen anschauen, da können wir dem Grunde nach sagen, wir haben ein Drittel da unten, ein Drittel in der Mitte und ein Drittel, die gute Innovationskraft haben und die Prozesse etabliert haben. Und die innovativen Unternehmen in Deutschland, die haben im letzten Jahr 16% mehr Umsatz erzielt als ihre Peers. Und die Prognose für die nächsten 5 Jahre ist sogar, dass es um 52% Umsatzwachstum geht. Die haben sich einen großen Wettbewerbsvorteil erarbeitet. Und die letzte Umfrage von PwC bestätigt, dass 83% der deutschen Führungskräfte sagen, wenn wir keine Innovationen haben, haben wir keine Chance im globalen Wettbewerb. Die können einen deutlichen Zuwachs bei den Mitarbeiterzahlen verzeichnen, wo die Peers vielleicht konstant, teilweise auch rückläufige Mitarbeiterzahlen aufzuweisen haben. Und nicht am Anfang, aber wenn die Skalierung greift, haben die enorme Profit Margins. Damit können sie höhere Gehälter zahlen, Incentives geben. Und dieses Gesamte spielt darauf ein, 1:1, wie der Wohlstand in unserer Gesellschaft ist. Aber wie kriegen wir jetzt Innovation in diese Unternehmen, in die deutschen Unternehmen, die mit ihren Prozessen und ihren Strukturen darauf ausgelegt sind, Qualität und Effizienz zu optimieren? Und die aktuelle Studie von der Princeton University bestätigt, Diversity beats High Performance. Und deswegen wird Ihr Zukunftsteam bald so aussehen. Ich darf Ihnen vorstellen, wir haben Bob, den introvertierten und überwiegend nachts arbeitenden Tech-Spezialisten. Wir haben Carla, die Inspirationsfinderin, die mit Rucksack und Laptop auf Weltreise ist. Wir haben Johnny, den spirituellen Kreativdesigner mit 50% Offline-Arbeitszeit. Und wir haben Benny, den Serial-Entrepreneur, der die globalen Märkte im Sinn hat und auf die Produktivität schaut. Und wir haben ein ganz neues Teammitglied. Wir haben die künstliche Intelligenz. Und die ist für diese Aufgabenstellung mit Lösungs- und Entscheidungskompetenzen ausgestattet. Und wenn wir uns das anschauen, sehen wir schnell, dass es hierfür neue Kompetenzen braucht. Es braucht weitere soziale Kompetenzen, es braucht digitale Kompetenzen. Denn die sprechen keine gemeinsame Fachsprache. Die haben komplett unterschiedliche Wissensgebiete und Erfahrungswerte. Und die arbeiten selten zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Es kommt aber noch eine wesentliche Kompetenz hinzu. Die Frage ist, wie kommen diese Teams zu guten, innovativen Entscheidungen? Denn viele Studien belegen, und die sind schon recht alt, dass der klassische Kompromiss, den wir so gelernt haben, zum Mittelmaß führt. Mit einem Kompromiss kommen wir nicht zur High Performance und Top Innovation. Und damit kommen wir zu diesem Set an Zukunftsskills. Da gibt es eine ganze Liste, aber aus meiner Sicht sind es drei entscheidende. Das ist die Kollaborationsfähigkeit,
Das ist die Art, wie wir neu lernen. Und dazu werdet ihr zwei super Vorträge, einen vom Roger zur Kollaboration hören und vom Harald zu lernen. Deswegen gehe ich da jetzt nicht mehr drauf ein. Und die dritte Kompetenz ist Entrepreneurship. Und ich nehme das immer gleich mit Kreativität. Und was wir in den Unternehmen oft hören, ist, ich kann aber keine Bilanz lesen und ich kann auch keinen Hund zeichnen. Und die gute Nachricht ist, das brauchen Sie auch nicht. Es gibt Studien, die belegen, dass je starrer die Strukturen und je enger die Strukturen sind, die Mitarbeiter sehr kreativ und lösungsoptimiert werden, die Lücken zu finden und diese für ihren persönlichen Nutzen zu verwenden. Und wenn Ihnen das jetzt gerade in Ihrem Unternehmen bekannt vorkommt, dann herzlichen Glückwunsch. Denn dann können Ihre Mitarbeiter unternehmerisch denken und kreativ sein. Und deswegen ist es hier entscheidend, die richtigen Entscheidungskompetenzen zu erlernen. Viele von Ihnen sind wahrscheinlich gerade in der Transformation. Und egal, in welcher Stufe Sie gerade sind, die unternehmensstrategischen Leitplanken sind gesetzt. Aber Sie als Personaler haben die größte Aufgabe. Denn McKinsey hat in der letzten Umfrage belegt, dass durch diese Veränderungen, die wir gerade besprochen haben, ein Weiterbildungsbedarf von 2,4 Millionen Menschen notwendig ist. Und das ist Ihre Aufgabe. Und Frederic Laloux, das ist der Autor des Buches Reinventing Organizations, der eine globale Studie über die Erfolgsfaktoren von agilen Unternehmen gemacht hat. Und eine wesentliche Komponente ist, es ist nicht nur bei der strategischen Leitplanke, bei dem Sinn und der Vision geblieben oder bei den Trainings und der Implementierung, sondern alle diese Organisationen haben für den Weg eine Begleitung an die Hand bekommen. Und das war ein persönliches oder ein Teamcoaching. Mit Innovationen in die Zukunft, mit einem gemeinsamen Wir zum Erfolg, dafür stehe ich. Dankeschön.